Sportform in Sennestadt, Sennen, hat sich die Ehre gegeben, einen mächtigen Gegner zu haben. Und Jens, in meiner Möglichkeit ist es eine große Freude, Ihnen oder euch heute das Ostland-Heat vorzustellen. Wir machen es kurz, es wird immer für euch interessant. Wir haben hier vor 20, 25 Jahren gestanden. Und aus dem einen und anderen ist ja doch was geworden. Und das ist ja vielleicht mal ganz, ganz schön zu sehen. Jens, bist du bereit? Hast du Lust auf ein schönes Spiel? Ja, erst mal herzlich willkommen zum ersten Vorbereitungsspiel für die Sender. Und da findet natürlich ein Sponsoring statt, habt ihr gehört. Allerdings Frankfurt ist pleite, deswegen habe ich aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr sagen kannst. Ich habe das gehört, irgendwie, es geht um 50 Euro. Ja, das ist natürlich eine schöne Vorlage. Das ist eine Lehre fürs Leben, was passiert, wenn man in einer bierseligen Runde eine Idee gewährt und sie natürlich selber nicht ernst nimmt, aber dann die anderen sie ernst nehmen. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Der Deal für alle, die es noch nicht wissen wollen, für jede, falls es passieren sollte, dass die Jungen eher hier mehr Tore werfen als wir, gibt es als Belohnung, als Motivation 50 Euro pro Spieler in die Vereinskasse. So, das ist der Deal für heute. Ich habe natürlich gestern viele Witze anhören dürfen, ob ich schon meinem ganzen Haus vorgefahren bin und mit dem Bargeld gebracht habe. Die Frage war eigentlich nur, wo wir heute verlieren werden, dann haben wir gefragt, was passiert, wenn wir empfehlen sollten. Einfach oder weiß, dass die Frage keiner gestellt, aber wir sind heute angekündigt, wo wir hier sind, um dem vielleicht auch mal gerecht zu werden. Eine Frage, 50 Euro pro Spieler oder 50 Euro pro Tor? Genau. Wie heißt das Sprichwort? Reiche den Finger und das ganze Hand an meinen. Also ich denke, wenn wir uns auf ein schönes Unentschieden einigen, hier in 1, 2 Toren gewinnen, dann sind 50 oder 100 Euro für die Mannschaftskasse drin oder für den Verein. Ich denke, das sollte reichen. Zweiter Punkt, ihr habt alle diese kleinen Zettel gehabt in der Hand gehalten und ein kleines Tippspiel. Ich habe gesehen, dass es auch schon sehr gut ausgefüllt wurde. An dieser Stelle wollen wir eigentlich ein paar Tipps vorstellen, aber brauchen wir gar nicht, weil sie alle sehr, sehr einseitig sind. Es gibt genau einen Tipp, der ist für uns, der kommt von meiner Mutter. Vielen Dank. Ich wurde nach dem Durchschnittsalter gefragt. Wir sind natürlich alle noch im 24. Alter, dass wir darüber ganz locker sprechen können. Also für den, der es interessiert, wir liegen so bei 42,8. Die Jungs sind, glaube ich, geschätzt, Clemens zieht es ein bisschen nach oben, aber wahrscheinlich so bei 24, 23 als Information für die Zuschauer. Und Leben? Wie sind die Leben? Ich weiß gar nicht, wie sind die Leben? Nach vorne. Das wollen wir für die nächsten 60 Minuten die Vergangenheit der Gegenwart werden lassen. Vor allem vor dem herrlichen Handballspiel. Es ist mir eine Ehre, es ist uns eine Ehre, das All-Stars-Team, nicht Old-Stars-Team, einen wichtigen Unterschied vorstellen zu dürfen.
auch schon vor 25 Jahren so, heute wahrscheinlich einen Rekord gebrochen hat, genau deswegen vor dem Spiel hingekommen ist. Eine lange Handballtradition bis zum heutigen Tag. Der Mann mit der goldenen Fit-Patientenkarte auf der Rosenhöhe, der Mann mit den künstlichen Knien und Hüftgelenken. Und hier spielt trotzdem Schmidt. Denn man mit den Möglichen von Ihnen, der Doktor aus Düsseldorf, Steckertag, Reinhard Bendorf. Es ist immer noch freuen, dass Sie nun den Chef für Sie anzunehmen, den Mann mit dem besten Gehörer, den Mann mit dem besten Geschmack. Sonst verzaubert er Geschmackssinne, heute mit Sicherheit die Abwehr der ersten Mannschaft und das Jahre der Sender treu geblieben. Seine Welt ist sonst nicht mein Geld fürs Gefühl. Heute geht es